Herzlich willkommen bei Skobel. Heute zum Thema Empathie. Empathie, die Fähigkeit zu erkennen, was in anderen Menschen vorgeht. Als Kinder beginnen wir zwischen 1,5 und 4 Jahren Schmerz und Freude anderer wahrzunehmen und mitzufühlen. Später wird in der Konsum- und Leistungsgesellschaft diese Fähigkeit eingemauert. Was lässt sich wissenschaftlich über Empathie sagen? Ist Meditation der Königsweg zum Erlernen von Empathie? Welche Rolle spielt sie in den Religionen? Und warum kommt sie Gewalttätern anscheinend vollständig abhanden? Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Vor einigen Tagen ist etwas Ähnliches in den USA passiert, wie das, was Sie gerade sahen. Ein Mädchen wurde auf dem Weg zum Vater, der es mit dem Auto von der Schule abholte, von einem Klassenkameraden mit einem Trick auf den Schulhof gelockt und dort mehrfach von mehreren jungen Männern über 2 Stunden hinweg vergewaltigt, dann ausgeraubt, liegen gelassen. Zahlreiche Passanten sollen zugesehen haben. Und das ist leider kein Einzelfall. So schwer so eine Tat zu verstehen ist, so einfach scheint das zu sein, was sie verhindert, nämlich schlichtes Mitgefühl, Empathie, das Thema unseres Abends. Doch etwas scheinbar so Einfaches wie Empathie ist in Wahrheit offensichtlich sehr fragil, hochkomplex und vor allem für die Wissenschaft, die es bis heute kaum gewohnt ist, mit derartig vielschichtigen Phänomenen umzugehen, auch schwer zu erklären. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass wir im Vorfeld unserer Recherchen mit dem bekannten Psychologen und Psychoanalytiker Arno Grün über Empathie sprechen konnten. Grün weiß aus eigener Erfahrung, worum es geht. Er musste als Sohn jüdischer Eltern aus Berlin fliehen, emigrierte über Warschau in die USA und eröffnete dort nach seiner Ausbildung bei einem Freud-Schüler seine psychoanalytische Praxis. Seit 1979 lebt er in Zürich. Grün fasst das Thema unserer Sendung so zusammen. Ich kann nur sagen, dass das, was so wichtig ist, ist zu erkennen, unseren eigenen Schmerz, den Schmerz des anderen, und dass das Mitfühlen eigentlich die Basis eines menschlichen Zusammenlebens ist. Mehr aus dem Interview mit Arno Grün können Sie auf unserer Internetseite www.dreisat.de/skobel sehen. Dieser scheinbar so einfachen Grundlage unseres menschlichen Zusammenseins, wie Grün sagte, möchten wir heute nachgehen und Ihnen später auch eine der ersten umfassenden wissenschaftlichen Forschungsprojekte über Empathie vorstellen. Und vor allem einen Weg dahin, sie zu kultivieren. Zunächst aber zu dem, was passiert, wenn Empathie, wenn Mitgefühl fehlt. Ich möchte nicht behaupten, dass mangelndes Mitgefühl bereits in umfassender Weise die Entstehung von Gewalt erklärt, das nicht. Aber Mitgefühl hat entscheidend damit zu tun, wie wir miteinander umgehen. Fehlt Empathie, so verrohen wir. Dominik Brunner stellt sich am 12. September 2009 in der Münchner S-Bahn schützend vor 4 Kinder, die von Jugendlichen angegriffen werden. Er ruft mit seinem Handy die Polizei. Am S-Bahnhof Solm steigt er mit den Kindern aus. Die Jugendlichen folgen ihm, greifen ihn an und prügeln ihn brutal zu Tode. Es ist Nachmittag. Etwa 15 Leute beobachten die Gewalttat auf dem Bahnsteig, ohne einzugreifen. Der Tod Dominik Brunners entsetzt und schockt viele Menschen. Posthum wird ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen. Am 20. Dezember 2007 schlagen 2 Jugendliche einen 76-jährigen Mann in einer U-Bahn-Station zusammen. Der Mann wird lebensgefährlich verletzt. Er hatte sie gebeten, in der U-Bahn ihre Zigaretten auszumachen. Die Tat wird von Überwachungskameras aufgenommen. Am 8. Oktober 2009 kommt es in der Frankfurter U-Bahn zu Handgreiflichkeiten zwischen 3 jungen Frauen und einem 51-jährigen Mann. Die Frauen stoßen den Mann schließlich an einer Haltestelle aus der U-Bahn. Er bleibt regungslos liegen und wird getreten und geschlagen, bis der Zugführer herbeieilt. Ich freue mich, Ihnen meinen ersten Gast vorstellen zu können, Nahla Salmeh. Schönen guten Abend. Expertin für Gewalt, kann man sagen, forensische Psychiaterin an der LWL, am LWL-Zentrum für forensische Psychiatrie Lippstadt. Wie erklären Sie sich die Gewalttaten jugendlicher Straftäter? Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass die Persönlichkeit, zu der wir heranreifen im Laufe unseres Lebens, beeinflusst ist von unseren genetischen Grundlagen, unserer genetischen Disposition, mit der wir auf die Welt kommen.
von unserer sehr frühen Bindungserfahrung. Das heißt, die mitmenschliche Erfahrung, die wir machen, wenn wir auf die Welt kommen, wenn wir die ersten Monate, die ersten Wochen, die ersten Jahre alt sind. Und dann später Sozialisationserfahrungen ganz unterschiedlicher Art. Erziehungsstil, Wertevermittlung, Jugendgruppenorientierung, wie auch immer. Das sind drei wichtige Säulen. Kann man das auseinanderdröseln, wie viel was Einfluss hat? Wahrscheinlich kaum, ne? Das ist ganz unterschiedlich. Es ist ein Mischungsverhältnis, was insofern auch unterschiedlich ist, weil es Individuen gibt, bei denen die genetische Veranlagung sozusagen etwas stärker ist. Und bei anderen Menschen kommen spätere Sozialisationseinflüsse hinzu. Was man sicher sagen kann, häufig, nicht nur, aber häufig, ist schwere Gewalt ein Ausdruck von sogenannter Dissozialität, also einer Persönlichkeitsstörung, einer Fehlentwicklung, die häufig zusammenhängt mit sehr frühen Gewalterfahrungen, mit Verrohung, Vernachlässigung, emotionaler Vernachlässigung im Elternhaus und zwar schon sehr früh in der Kindheit. Also Gewalt kann man sich ja, physische Gewalt kann man sich vorstellen. Ich glaube, was vielen nicht so bekannt ist, ist, was eigentlich mit emotionaler Verwahrlosung gemeint ist. Wir sind als Menschen Bindungswesen. Wir sind Beziehungswesen von der ersten Stunde an und wir kommen ja als extreme Nesthocker auf die Welt. Als Neugeborene sind wir unmittelbar auf Liebe, Zuwendung, Fürsorge, Schutz angewiesen. Und wenn wir jetzt in ein Elternhaus hineingeboren werden, wo die Mutter, der Vater selbst erhebliche emotionale Probleme haben, möglicherweise selbst sehr wenig Liebe und Zuwendung, Vertrauen bekommen haben, können sie auch schlecht ihre eigenen Kinder in dieser Weise sozusagen groß werden lassen. Mhm. Es gibt dann Gewalterfahrungen im Sinne von körperlicher Gewalt, psychischer Gewalt, einen unkonsistenten Erziehungsstil, wo also Strafe und Zuwendung nicht klar voneinander trennbar ist. Also auch willkürlich dann willkürlich, wahrscheinlich verändert genau. wird. Ja, und das sind schlechte Voraussetzungen, um emotionale Stabilität zu entwickeln. Mhm. Kann man sowas hinterher, also nach einer solchen Erfahrung, kann man sowas hinterher wieder erwerben? Nun, eine ganz große Rolle in der sogenannten Tätertherapie von Gewaltstraftätern, aber auch von Sexualstraftätern spielt das Empathietraining. Es ist schwierig. Unsere Behandlungen am LWL-Zentrum dauern ja mitunter Jahre. Ja. Und entscheidend ist, dass die Menschen erstmal ein Gefühl für sich selbst entwickeln müssen. Wenn sie erhebliche Verwahrlosung in ihrem Leben kennengelernt haben, 70% der Menschen mit frühkindlicher Verwahrlosung haben psychische Störungen, 90% der Menschen, die eine frühkindliche Geborgenheit erfahren haben, sind psychisch gesund, dann müssen sie erstmal Gefühle vermitteln. Die Menschen müssen lernen, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen, Gefühle zu benennen, sie auszuhalten. Das müssen sie trainieren und erst dann können sie den zweiten Schritt tun und über die Gefühls- und Erlebenswelt eines anderen Menschen reden. Das heißt also, die Selbsteinschätzung, was für Gefühle ich habe, was in mir passiert, ist ganz entscheidend dafür, das bei einem anderen beurteilen zu können. Richtig. Und die Emotionalität wird im Grunde erst entwickelt, wenn sie sich leisten können, Gefühle zu haben. Ich kenne viele Menschen, die sagen, mit 14 habe ich keinen Schmerz mehr gespürt. Bis dahin bin ich so stark misshandelt worden, dann war es weg. Und die Leute schotten sich ab. Die Leute können aber auch bestimmte Leistungen gar nicht entwickeln, weil sie dauerhaft unter Stress stehen. Mhm. Kinder, die misshandelt werden, stehen dauerhaft unter Stress. Stress beeinträchtigt die Vernetzung der Neuronen im Gehirn, beeinträchtigt die Lernfähigkeit. Es kommt Schulversagen dazu, es kommen Aufmerksamkeitsstörungen hinzu. Und dann gibt es eine Orientierung hin zur Gewalt, hin zu Peergroups, die einem das vorleben, weil dann nur noch der Erfolg in gewalttätigen Handeln gesehen werden kann. Ist das denn, das liegt ja nahe, dass man jetzt denkt, okay, das ist irgendwie schichtspezifisch. Also das, was man, wenn auch umstritten, in den Sozialwissenschaften Unterschicht nennt, da kommt sowas häufiger vor als in der Oberschicht. Soweit ich weiß, stimmt das so nicht? Also es stimmt nicht so ganz. Es ist schon so, dass ein Milieu mit schwerer sozialer Verwahrlosung natürlich eine große Bürde ist für die individuelle Entwicklung. Aber ein äußerlich geordnetes Elternhaus oder auch eine gute oder durchschnittliche materielle Versorgung sagt natürlich nichts über die emotionalen Qualitäten im Elternhaus aus. Und gerade in der jüngeren Geschichte haben wir von schrecklichen Tötungsdelikten Jugendlicher gehört, die eine ganze Familie ausgelöscht haben, die aus sozusagen gut situierten Verhältnissen kamen. Also es gibt ganz viele Einflussfaktoren.
Können Sie vorweg sagen, wer zu der Gruppe gehört, der oder die vielleicht durch ein langes Training dahin kommt, sowas wie Empathie, also erst die eigene Selbsteinschätzung, dann Empathie wieder zu entwickeln und wer nicht? Ist das möglich? Also primär würden wir so weit nicht gehen, sondern wir arbeiten ja mit jedem Patienten, der uns zugewiesen wird. Klar. Und das kann unterschiedlich lange dauern und man kann auch unterschiedlich weit kommen. Es gibt natürlich Menschen, bei denen die Fähigkeit, Empathie nachhaltig zu entwickeln, so stark eingeschränkt bleibt, dass sie erheblich sozial behindert bleiben. Dankeschön. Wir unterhalten uns gleich noch weiter. Soweit zunächst mal zum Thema Gewalt und Empathie. Dabei haben wir ein wichtiges weiteres Thema bereits gestreift, nämlich die Frage, wie so etwas wie Mitgefühl überhaupt entsteht und unter welchen Umständen es dabei zu Fehlentwicklungen kommt. Nicht nur in Romanen gibt es den Typ Mensch, den Camus ja den Fremden nannte, einen Menschen, der keinerlei Mitgefühl kennt, der gleichgültig gegenüber allem Leiden agiert und deshalb auch kein Problem hat, Leiden zuzufügen oder Leiden anderer zu dulden. Wenn Empathie etwas Normales ist, und Arno Grün sagt ja zu Beginn der Sendung, dass es die Basis unseres Zusammenlebens überhaupt sei, dann fragt sich, wie das, was normal ist, überhaupt fehlen kann. Einige Gründe haben wir eben schon gehört. Aber um das noch besser zu verstehen, möchten wir Ihnen zeigen, wie die Entwicklung von Mitgefühl von den ersten Lebensmonaten an geschieht. Einfühlen und das Erlebte anderer nachempfinden. Die Kunst der Empathie, des Mitgefühls. Eine Voraussetzung für moralisches Handeln. Gehört sie zu unserer genetischen Grundausstattung oder ist Empathie Ergebnis sozialer Erfahrung? Wir sind in unserer ganzen Ausstattung dermaßen verfasst, dass Empathie eigentlich ganz zwangsläufig entsteht, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Und diese Voraussetzungen reifen zum großen Teil, sodass also zunächst einmal das wenig mit Sozialisation zu tun hat. Kinder im Alter zwischen 10 und 12 Monaten beginnen zu weinen, wenn sie andere weinen hören. Sie zeigen auf den natürlichen oder auch simulierten Kummer anderer Personen selbst Anzeichen eigenen Kummers. Doch handelt es sich hierbei noch nicht um Empathie, sondern um sogenannte Gefühlsansteckung, wie beim gemeinsamen Lachen oder Gähnen. Der Beobachter wird vom Gefühl eines anderen ergriffen, ohne sich aber bewusst zu sein, dass die Emotion ihren Ursprung in der anderen Person hat. Für Empathie fehlt bei Kleinkindern im Frühstadium noch die Grundvoraussetzung, ein entwickeltes Ich. Dieses Ich hat eine Menge von Konsequenzen. Eine der Konsequenzen ist, dass das so etwas ist wie ein abgegrenztes Objekt. Und dass plötzlich jetzt Emotionen, die vorher irgendwie diffus, nicht nur im Kind, sondern auch außerhalb vom Kind waren oder durch Gefühlsansteckung irgendwie die ganze Welt ausgefüllt haben, dass die jetzt erlebt werden als in diesem Ich-Kern konzentriert. Und das erlaubt dem Kind, eine Grenze zu ziehen zwischen Emotionen, die es aus sich selbst heraus erlebt und Emotionen, die vom anderen übertragen werden. Zwischen dem 18. Monat und dem 4. Lebensjahr entwickelt sich dann die Empathie. Oh, jetzt ist mein Teddybär kaputt. Oh. Videodokumentation eines Versuches der Entwicklungspsychologin Doris Bischoff-Köhler. Die Versuchsleiterin täuscht Trauer vor, weil ihr beim Spiel ein Teddy kaputt ging. Das Kind spiegelt die plötzliche Emotion der Spielpartnerin und ist zuerst verunsichert. Ein Blick zur unbeteiligten Mutter, dann folgt das durch die Empathie ausgelöste sogenannte prosoziale Verhalten. Das Kind entscheidet sich zu helfen und bietet als Trost ein anderes Stofftier an. Wir können feststellen, dass die Kinder, die empathisch helfen, die also sich engagieren und betroffen sind, gegenüber einer Person, die in einer Notlage ist, dass das ausschließlich Kinder sind, die sich im Spiegel erkennen, während die Kinder, die sich noch nicht erkennen, eben nicht empathisch sind bzw. einfach unbetroffen reagieren. Die Entwicklung der Empathiefähigkeit folgt der Entwicklung der eigenen Identität. Die Unterscheidung zwischen dem Ich und den anderen ist Basis für die sogenannte synchrone Identifikation. Die empathische Reaktion lässt die Situation des anderen wie eine eigene erscheinen
sodass an den Gefühlen und Zielen des anderen bewusst teilgenommen wird und sich daraus Handlungsoptionen ergeben. Im vierten Lebensjahr kommt eine neue Fähigkeit dazu, die nennt man pauschal Theory of Mind. Konkret heißt das, dass das Kind jetzt über Bewusstseinsvorgänge nachdenken kann. Das kann es vorher nämlich noch nicht. Und dass es dadurch auch sich also Überlegungen anstellen kann über das, was in dem anderen vorgeht. Ab dem siebten Lebensjahr folgt die kontextuelle Empathie. Parallel mit der Ausbildung eines selbstbiografischen Gedächtnisses können nun die unterschiedlichen Lebensgeschichten der anderen und die Kontexte ihrer Emotionen einfließen. Dazu kommen sogenannte soziale Darbietungsregeln, das heißt, das Wissen darum, dass man in bestimmten Situationen seine Gefühle verbergen kann. Sensible Empathen spüren allerdings solche verborgenen Gefühle. Unbewusst erkennen sie in Gestik, Mimik und Verhalten die versteckte Emotion. Allerdings produziert das Spiegeln der Gefühle nicht nur positive Interaktion. Natürlich gibt es sozial negative Reaktionen, die aus der Empathie heraus erwachsen. Und eine Extremform ist der Sadismus. Im Sadismus haben Sie nämlich einerseits die Tatsache, dass da ein anderer gequält wird. Der äußert natürlich den Schmerz, den er durch diese Qual empfindet. Und der Sadismus besteht eigentlich darin, dass man diese Qual empathisch mitempfindet und genießt. Generell gilt, dass eine sichere Bindung an Bezugspersonen und deren Empathiefähigkeit die Entwicklung der Empathie im frühkindlichen Stadium unterstützt. Sind diese Voraussetzungen nicht vorhanden, kann es zu Fehlentwicklungen kommen. Wir haben das an einer kleinen Stichprobe untersucht und festgestellt, dass diese Kinder mit dieser eher problematischen Bindung an die Bezugsperson, dass die entweder gefühlsangesteckt reagieren, also überflutet werden von dem Mitempfinden, oder dass sie Pokerfaces machen, dass sie also unbeteiligt sind. Ob eine Störung der Empathieentwicklung im späteren Leben zwangsläufig zu Gewalttätigkeit führt, bleibt umstritten. Sicher ist, dass die Fähigkeit zur Empathie Grundvoraussetzung ist für soziales Verhalten. Nach La Salmé haben Sie ja eben kennengelernt. Zwei weitere Gäste würde ich Ihnen gerne noch vorstellen. Zunächst Tanja Singer. Schönen guten Abend. Psychologin und Neurowissenschaftlerin. Sie arbeitet am Laboratory for Social and Neural Systems Research, also am Labor für soziale Neurosystemforschung an der Universität Zürich, und ist involviert in einige Studien zum Thema Empathie. Und ich begrüße Sebastian Morgen. Schönen guten Abend. Er studierte vergleichende Religionswissenschaften und Psychologie und lehrt als Professor für Religionspsychologie am Fachgebiet Religionswissenschaften der Philipps-Universität Marburg. Wir haben eben gehört, dass frühkindliche Bindungen und Bindungsstile ganz entscheidend mitprägen, auch wie wir oder wie wir nicht empathisch reagieren. Vielleicht müssen wir ganz kurz noch mal sagen, was Empathie eigentlich ist, weil da versteht ja jeder ein bisschen was anderes drunter. Also Ich denke, es gibt keine wirkliche Einigkeit um den Begriff. Aber ich glaube, dass die Entwicklungspsychologen, so wie wir es gesehen haben, Neurowissenschaftler und so viele, sich schon geeinigt haben, dass Empathie eigentlich das Mitfühlen ist mit jemandem. Also wenn zum Beispiel Sie traurig sind, bin ich auch traurig. Man hat das gleiche Gefühl. Jetzt gibt es sowas wie Mitgefühl oder Compassion im Englischen, was nicht unbedingt das gleiche Gefühl ist, sondern sowas wie eine Sorge um den anderen oder sogar sehr nah an dem Gefühl von Liebe. Und das ist zu trennen von der Empathie. Die Empathie, wie wir ja gehört haben, kann auch bei, wenn ich sozusagen sehr stark mit Ihnen mitleide, dann muss das nicht unbedingt dazu führen, dass ich jetzt Ihnen helfe und dass ich Sorge um Sie habe, sondern ich kann es vielleicht derartig stressig finden, dieses Leid von Ihnen mitzufühlen in der Empathie, dass ich mich abkehre und Ihnen sage, gehen Sie weg und eigentlich antisozial handle. Aber das bedeutet doch, dass ich auf der einen Seite sowas habe wie eine Theorie darüber, wie der andere drauf ist, wie der andere empfindet, also eine Theorie des Geistes, und auf der anderen Seite eine emotionale Verarbeitung.
Das ist nicht dasselbe. Das sind diese zwei Unterschiede. Und da würde ich vielleicht auch dem früheren Video, den wir gerade gesehen haben, noch ein bisschen vielleicht noch mal differenzieren. Man hat früher, glaube ich, immer von Empathie gesprochen, meinte beides. Jetzt gibt es in der Neurowissenschaft immer mehr Befunde, die zeigen, dass diese kognitive Perspektivübernahme, dieses kognitive Verstehen von was sie denken und was anderes ist, als das mitfühlen können. Und dass es auch auf unterschiedlichen neuronalen Netzwerken beruht. Und vielleicht können Sie sich am besten den Unterschied vorstellen, wenn Sie sich zwei pathologische Fälle angucken, der Psychopath, haben wir gerade was gehört, und zum Beispiel autistische Population, wo der Psychopath hat keine Empathie, er fühlt nicht mit ihrem Leid mit, aber er kann sie unglaublich gut manipulieren, er weiß genau, was sie wollen, was sie intendieren, was für Ziele sie haben, das heißt, er hat eine Theory of Mind oder eine Theorie des Geistes oder kognitive Perspektive, und das ist alles okay. Und dann gibt es wiederum andere Fälle, wo es genau umgekehrt ist. Zum Beispiel der Autismus ist ausgezeichnet dadurch, dass Autisten große Schwierigkeiten haben, eine Theorie des Geistes zu formen. Aber es gibt immer mehr Ansätze in der Forschung, die zeigen, dass zum Beispiel Autisten durchaus Gefühle teilen können. Das ist eine kompliziertere Geschichte, aber es ist, das ist wichtig, diese zwei Sachen zu unterscheiden. Nochmal zurück zu den Bindungen. Also was heißt das eigentlich genau, wenn eine Bindung gestört ist? Ja, also sichere Bindung bei einem sehr kleinen Kind funktioniert folgendermaßen. Wenn ein Kind mit der Mutter in einen Raum gesetzt wird und es kriegt etwas zu spielen und die Mutter verlässt den Raum, dann fängt das kleine Kind an zu schreien, zu weinen, hört mit dem Spielen auf, ist verunsichert. Und wenn die Mutter wieder den Raum betritt, dann freut es sich, läuft zur Mutter, nimmt körperlichen Kontakt auf, lässt sich trösten. Und wenn es getröstet ist, setzt es das Spiel wieder fort. Das ist eine sichere Bindung. Eine unsichere Bindung, es gibt verschiedene Typen davon, aber eine unsichere Bindung, ganz grob erklärt, ist, dass das Kind, wenn die Mutter zurückkommt, keinen liebevollen Kontakt aufnimmt, sich auch nicht trösten lässt oder ambivalent reagiert. Das heißt, es sucht Nähe, aber fängt gleichzeitig an, auf die Mutter einzuschlagen, sich abzuwenden. Mitunter hören solche Kinder auch gar nicht aufzuspielen. Das heißt, die Mutter geht weg, aber das Kind reagiert eher teilnahmslos, wird gar nicht unbedingt verunsichert durch die Abwesenheit der Mutter. Und diese Bindungsstile, die sich in diesem frühen Kindesalter entwickeln, bleiben im Grunde ein Leben lang vorhanden. Sie prägen später unsere Art der Beziehungsaufnahme zu anderen Menschen. Und wie sie sich ausbilden, hängt davon ab, wie der emotionale Kontakt zwischen Mutter und Kind oder primärer Bezugsperson, das kann auch der Vater sein, und dem Kind stattfindet und wie sensibel die Mutter darauf eingehen kann. Frau Professor Singer sagte ja gerade, es gibt Menschen, die haben eine hohe Kompetenz, sich in andere Menschen einzufühlen. Das hat der Sadist auch. Wir haben gerade in der Sendung den Begriff der Empathie mit dem Sadismus verknüpft, was ich etwas unglücklich finde. Denn der Sadist hat es gerade nicht, sondern er weiß, wie er perfekt quälen kann und er weiß, wie er Angst erzeugen kann. Und das macht ihm große Freude. Und nicht das Mitfühlen. Dann gibt es noch das kompliziertere Problem, dass wir von Empathie im therapeutischen Prozess als etwas ganz anderes sprechen. Ein Psychotherapeut muss empathisch sein, aber darf nicht mitleiden, sondern er muss vorbehaltlos und wertfrei die Gefühle des anderen annehmen. Und das wissen Sie aus Ihrer Praxis als Therapeut auch. Ja, und ich denke, das, was Sie ansprechen, die Punkte, dass die Empathie so wichtig ist für die Entstehung von Bindung, bringt vielleicht auch nochmal so eine entwicklungsgeschichtliche Komponente rein, dass Empathie dazu dient, dass Mutter und Kind zusammenfinden, dass die Familie und die Kleingruppe füreinander sorgt, denn der Einzelne konnte und kann auch heute nicht überleben. Und Sie haben gleichzeitig den Sadismus angesprochen, die andere Seite letztlich unserer menschlichen Ausstattung, nämlich die Aggression. Und ich glaube, diese Entwicklung, die stammesgeschichtliche Entwicklung von einer kleinen Gruppe her, ist hier ganz hilfreich. Empathie hat dazu gedient, dass die Gruppe zusammenhält, sich gegenseitig unterstützt und gleichzeitig nach außen hin eine Abwehrbewegung. Und das ist dann Aggression. Das ist die Aggression. Und wenn Sie gucken, auch die Filmbeispiele, die Sie gezeigt haben aus den U-Bahnen, da ist nie ein Einzeltäter. Das sind immer Gruppen. Gruppen, die sich auch im Sinne der Ansteckung oder Empathie, wie Sie es dann nennen, gegenseitig in die gleiche Gefühlslage bringen und gemeinsam handeln. Und insofern ist die interessante Frage, was
oder wen erlebe ich noch als mir ähnlich, mir zugehörig, als Teil meiner Gruppe, im Kleinen oder im Großen? Haben Sie da Befunde zu? Ja, also das sozusagen erinnert mich sehr an Studien, die wir gemacht haben, wo wir uns eben angucken wollten, jetzt hirnforschungsmäßig, wie empathische Reaktionen im Gehirn überschrieben werden können durch das, was wir Schadenfreude nennen. Mhm. Also durch eigentlich ein Signal im Hirn, was Belohnung signalisiert und nicht mehr das Leiden mit jemandem. Mhm. Und wir haben zum Beispiel jetzt gerade eine Studie gemacht, man kann es entweder so machen, dass man zum Beispiel Leute Spiele spielen lässt, wo der eine sehr unfair ist und immer das ganze Geld einkassiert und der andere ist sehr fair, also kooperiert. Und dann kriegen fairer oder unfairer Spiele Stromstöße und leiden und man misst dann sozusagen, was im Hirn abgeht. Und, oder man macht das zum Beispiel, haben wir das jetzt mit Grit Hein in meinem Labor gerade gemacht, mit Fußballspielern, wo sozusagen ein Fußballspieler, ein Fan von der gleichen Fußballliga und ein der feindlichen Liga sozusagen Schmerzen bekommt. Und in beiden Fällen sehen wir, dass es ganz einfach ist, dass empathische Reaktionen zum fairen oder In-Group-Member, nennen wir das, also zu der Gruppe, zu der man gehört, hat man Empathie. Aber man hat Schadenfreude und dieses Belohnungssignal, wenn man jemanden sieht, der Stromstöße bekommt, der zum Beispiel dieser Gruppe nicht zugehört oder unfair gespielt hat. Das heißt, Empathie wird reguliert durch die Kognitionen, die genau. man durch die Wahrnehmung von Gruppen zuschreibt. Genau. Unterscheiden sich eigentlich Männer und Frauen? Wir haben es jetzt immer nur an Männern. Also in der ersten Studie bei Fairness haben wir das. Da haben Frauen das nicht gezeigt, wobei ich immer nicht so gerne einen generellen Schluss ziehe, weil das müsste man in Riesenpopulationen nochmal zeigen, das sind ja immer nur kleine Gruppen. Da haben Männer das stärker gezeigt und in der zweiten Gruppe, weil wir gar keine weiblichen Fußballfans gefunden haben, haben wir es nur in Männern untersucht und da war das eben auch da. Und dieses Signal der Schadenfreude prädiziert auch, ob man später helfen wird oder nicht. Also wenn diese andere Person im Leiden ist, ob man zum Beispiel willig ist, Schmerz auf sich zu nehmen, um zu helfen, was man für In-Group-Member durchaus tut, auch wenn man sie vorher gar nicht gekannt hat. Oder auch für Leute, die fair gespielt haben und kooperiert hat, dann nehmen Leute wirklich Schmerzen auf sich, um dem anderen zu helfen, obwohl er unbekannt ist, was ja auch schon beachtlich ist. Aber sobald es jemand von der Außengruppe ist oder der unfair war, gibt es die Schadenfreude. Und das sind wie zwei Motivationssysteme, wo der eine kann gewinnen oder das andere. Ne? Mhm. Das ist so in der Balance. Empathie erhöht ja eigentlich den Leidensdruck und damit ja auch den Stress. Ist das eine sinnvolle Reaktion? Also offensichtlich haben wir die Reaktion. Das ist, glaube ich, eine sehr interessante Forschung, die Nancy Eisenberg in Amerika macht. Und wir haben ja auch ein bisschen schon was gehört. Man unterscheidet sozusagen zwischen dem empathischen Stress. Das ist also, wenn ich da drin kleben bleibe, dass ich einfach nur mit ihnen leide, dann werde ich überwältigt werden. Das heißt, da, was wichtig ist, ist, dass man entweder den empathischen Stress, und damit machen wir auch Forschung zurzeit mit Mönchen und so, in Mitgefühl umwandeln kann, in dieses Gefühl der Liebe und dieses wirkliche Fürsorge für den anderen. Und dass man Emotionsregulationsmechanismen hat. Und da gucken wir uns auch in Kindern die Hirnfunktion an. Das ist nämlich nicht mehr limbische Funktion oder also primitive emotionale Netzwerke, sondern das sind frontale Netzwerke, die im Laufe der Ontogenese, der Kindesentwicklung erst maturieren müssen und die einem erlauben, diese Gefühle zu, sozusagen umzuwandeln, zu regulieren und zu kontrollieren. Ich übersetze das jetzt nochmal. Das sind also nicht die Netzwerke, die eigentlich primär für Angst, Aggression zuständig sind, sondern sind die, die mehr mit kognitiver Verarbeitung, also Frontalbereich, zu tun haben und darauf Kontrolle. Genau, Sie können sich vielleicht am besten vorstellen, wenn Sie sehr emotional sind, aber Sie müssen irgendwie in einer coolen Situation sein, dann brauchen sie kognitive Kontrolle, diese emotionalen Zustände zu transformieren oder runterzudrücken. Mhm. Und die maturieren in der Kindesentwicklung viel später als diese emotionalen Netzwerke. Herr Murken, Sie wollten noch was sagen. Ja, ich denke, auch das Mitleiden, und daher ist letztlich ja die ursprüngliche Funktion, schafft trotzdem Nähe und Bindung. Und darin liegt letztlich der Gewinn. Ja? Mhm. Also wie man sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja? Man kommt sich näher. Und das ist ja auch ein starkes Motivationssystem des Menschen. Wie können wir einander nahe kommen? Ja? Und das ist ja auch letztlich das Wesen der Liebe, dass man auch miteinander leidet, was erduldet, aber trotzdem die Nähe daran genießt. Da haben wir das Problem bei den Kindern, die in sehr emotional ungünstigen Verhältnissen aufwachsen, dass sie genau das, was Sie beschrieben haben, nämlich diese Reifung von Emotionsverarbeitung, Emotionsregulation, nicht durchmachen können. Ein ganz kleines Kind wird ja noch überflutet von Emotionen. Und die Mutter oder der Vater, primäre Bezugspersonen, müssen durch Körperkontakt, durch Spiegeln von Emotionen, durch Vermitteln von Begrifflichkeiten dem Kind beibringen, wie es
mit seinen Emotionen umgehen kann. Und das ordnen auch. Und das ordnen können, genau. Wenn sie das nicht haben, dann bleiben sie überflutet von Emotionen. Mhm. Sie kriegen keine Regulationsmechanismen. Und was wir eben sehr deutlich in der Therapie finden, ist, dass wir diesen Menschen vermitteln müssen, überhaupt Emotionen wieder zu spüren. Selbst, sich selbst wahrzunehmen. Ich kann einen anderen nur wahrnehmen. Und für mich ist es mit der Empathie immer noch mal mit der Wahrnehmung verbunden. Ich muss nicht zwingend genauso mitleiden, wenn der Nachbar seine Mutter verliert, als ob es meine eigene wäre. Aber ich muss seine Trauer wahrnehmen und ich muss ein inneres Bild davon haben, was es für ihn bedeutet. Weil im Grunde das Traurigsein eine menschliche Emotion ist, auch die eigene menschliche Emotion. Und das fehlt eben vielen schweren Gewalttätern. Da kommen wir gleich noch mal drauf. Nach dem nächsten Film nämlich. Tanja Singer betreut, wir haben es ja eben schon gehört, verschiedene Forschungsprojekte, unter anderem eins, das in dieser Form weltweit, denke ich mal, einmalig ist und nun unter anderem mit EU-Geldern auch gefördert wird. Die haben übrigens die Möglichkeit, an diesem interessanten Projekt selbst teilzunehmen, wie, das wird Tanja Singer Ihnen gleich nochmal erklären. Empathie zu erforschen galt ja lange Zeit als ein wissenschaftliches Unding, als unseriös und unmöglich. Wenn man allerdings clever genug ist, sich die richtigen Experimente auszudenken und diese auch zu wagen, dann geht's doch. Einer der Verbündeten dabei ist der tibetische Mönch und Molekularbiologe Mathieu Ricard, hierzulande vor allem bekannt durch seine beiden Bestseller über Glück und über Meditation. In der tibetischen Tradition, das klang eben ja schon mal an, überhaupt im Buddhismus spielt Mitleid eine zentrale Rolle. Mitleid ist Schlüssel zu allem und Weisheit und Meditation ein wichtiger Weg dorthin. Ein Teil der Erforschung von Empathie ist deshalb der Frage gewidmet, ob meditative, also spirituelle Übungen im weitesten Sinn, die bislang kein Gegenstand der Wissenschaft waren, dennoch einen nachweisbaren Unterschied im Empathieverhalten machen. Das Universitätsspital in Zürich. Hier haben sich im Sommer 2009 der Mönch Mathieu Ricard und die Neurowissenschaftlerin Tanja Singer getroffen. Der ehemalige Molekularbiologe unterstützt die Hirnforschung an der Universität Zürich. Und der Europäische Forschungsrat finanziert die Studie, die Plastizität des empathischen Gehirns, mit 2,4 Millionen Franken. Mathieu Ricard ist ein interessanter Proband. Mit Meditation trainiert er täglich Mitgefühl und Gehirn. Die Revolution der letzten 20 Jahre ist die Neuroplastizität. Das Gehirn kann sich verändern, nicht nur in den jungen Jahren, sondern zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben. Neue Verbindungen können entstehen, existierende Verbindungen können verstärkt werden. Der Transmitterverkehr an den Neuronen kann sich verhundertfachen. All diese funktionellen oder sogar strukturellen Veränderungen im Gehirn können dich aus der Sicht der Neurowissenschaften wirklich zu einer anderen Person machen. Nun, es ist toll, wenn man Klavier spielen lernt und als Konsequenz verändert sich dein Gehirn. Aber es ist auch kein wirkliches Drama, wenn du es nicht lernst. Aber wenn du keine Empathie hast, wenn du nicht altruistisch bist und über keine Aufmerksamkeit verfügst, dann ist es ein wirkliches Drama, weil unsere Lebensqualitäten dann wirklich anders ausfallen. Bei dem Experiment wird der Proband zunächst mit Schmerzelektroden verkabelt. Er erhält Schmerzreize mit unterschiedlichen Stärken auf seiner Hand. Den subjektiv erfahrenen Schmerz soll er dann spontan auf einer Skala von 1 bis 10 einstufen. Eine zweite Person, die ebenfalls an dem Versuch beteiligt ist, erhält in der Vorbereitungsphase die gleichen elektrischen Reize. Auch sie soll eine subjektive Bewertung des Schmerzes vornehmen. Beide wissen voneinander. Nach dem Vorlauf begeben sich beide Testpersonen in den Versuchsraum. Bei einem von ihnen wird die Gehirnaktivität im Kernspintomographen gemessen, während der Proband entweder selber Schmerz erleidet oder aber mit den Schmerzen des anderen mitfühlt. Mit dem MRT werden die empathischen Reaktionen dokumentiert. Die Forschungsarbeit soll Auskunft darüber geben, ob die Gehirnareale, die der eigenen Schmerzverarbeitung unterliegen, auch der Empathie zugrunde liegen. Wie sehen die neuronalen Netzwerke bei empathischen Empfindungen aus? Thank you.
Spin liegende Person hat indirekt einen Sichtkontakt zu einer Projektionsfläche. Auf der zeigt ein Pfeil, wer den Stromimpuls erhält, und die Farbe verkündet den Stärkegrad des Schmerzreizes. Wenn der Proband beispielsweise sieht, dass die andere Person einen starken Stromstoß erfährt und er empfindet Mitgefühl, dann kann diese Gehirnreaktion erfasst werden. Verändern Mathieu Ricards Erfahrungen mit Meditation die üblichen Ergebnismuster? Für ihn ist Mitfühlen jedenfalls etwas völlig anderes als eine sympathische Geste oder eine noble Spende. Mitgefühl ist kein moralisches Urteil. Mitgefühl und altruistische Liebe sind nicht ein Bonus, den man einer guten Person gibt und mit dessen Ausbleiben man andere straft. Mitgefühl handelt vom Leiden. Menschen bringen Leid über sich und über andere. Mitgefühl für sich selbst. In einer anderen Empathiestudie ist das Verhalten von 80 Kindern im Alter von 7 bis 13 Jahren untersucht worden. Dabei wurden die Hände von Mitschülern mit Materialien berührt. Die Kinder sollten fühlen und die Berührungen als angenehm oder unangenehm einstufen. Im Verlauf der Untersuchung wurden die Rollen getauscht. Die Kinder mussten beurteilen, wie sich Berührungen für andere Kinder anfühlen. Mit dem Experiment wollen die Wissenschaftler herausfinden, wie sich Emotionen und deren Kontrolle mit zunehmendem Alter verändern und wie sich der eigene emotionale Zustand einer Person auf die Beurteilung des Gefühlszustandes einer anderen Person auswirkt. Tanja Singer ist eine der wenigen Forscherinnen, die Empathie und soziales Verhalten aus neurowissenschaftlicher Perspektive betrachtet. Ihre Ergebnisse sind nicht nur interessant für soziale Interaktionen, sondern können auch wertvolle Denkanstöße für die Entwicklung und Bedeutung der menschlichen Gefühle und deren Regulation geben. Warum ist Ihre Forschung eigentlich im Bereich Wirtschaftswissenschaften angesiedelt? Gute Frage. Also das ist sozusagen ein interdisziplinärer Verbund in der Universität in Zürich, wo wir alle eigentlich das Interesse haben zu verstehen, was sind die Grundlagen menschlichen Sozialverhaltens, was sind die Grundlagen egoistischen, altruistischen Verhalten, Kooperation, des Zusammenkrachens von Kooperation. Und da sind Ökonomen lustigerweise gleichermaßen, oder manche, sagen wir mal, eine Subgruppe interessiert, wie Ernst Fehr, als wir Psychologen, Neurowissenschaftler oder auch Philosophen haben wir in unserem Verbund. Und so erforschen wir quasi das Kristall des sozialen Gehirns oder der sozialen Welt des Menschen von unterschiedlichen Seiten und Disziplinen. Ich habe ja gesagt, Sie suchen noch Leute für Ihre Studie. Das ist zwar erst in anderthalb Jahren. Wer sollte das sein? Also was wir vorhaben, wir fangen jetzt schon an mit so kleinen, ist sozusagen ein Empathietraining oder Mitgefühlstrainingsprogramm zu entwickeln und das dann wissenschaftlich für ein Jahr oder 8 Monate zu begleiten. Das heißt, wir sind froh über jeden, der im Einzugsbereich Berlin-Leipzig, weil ich dort ins Max-Planck-Institut gehen werde in dem Jahr, Lust haben, sich diesem Experiment, was glaube ich nicht schaden kann, zu unterziehen. Jeden Tag 20 Minuten oder so, wie Zähne putzen, mental, das Herz zu öffnen oder das Herz zu trainieren. Genauso wie im Fitnessclub man Muskel trainiert, den Geist zu trainieren. Ich meine, wir haben eben das mit Mathieu Ricard gesehen. Das ist natürlich nur ein schmaler Prozentsatz der ganzen Population, die Sie untersuchen. Und die Ergebnisse liegen auch noch nicht vor. Aber Sie haben schon Vermutungen, in welche Richtung das geht, oder? Ja, also Mathieu Ricard ist sozusagen unser Experte in Mitgefühl, könnte man sagen. Also die Plastizitätsforschung in der Neurowissenschaft nimmt sich immer gerne Experten, um zu sehen, wie sich das Gehirn verändert, wenn man tausende von Stunden in irgendwas, zum Beispiel, wenn man Motorik macht, tausende von Stunden. Spitzenpianist, Spitzenviolonisten, verändern sich dann die Repräsentation der Finger. Nun gibt es kaum Forschung, das wird man nicht glauben, zur Plastizität im affektiven Bereich, im emotionalen Bereich. Kann man denn sowas wie Mitgefühl trainieren, auch im Erwachsenenalter? Und das wollen wir machen und Mathieu Ricard inspiriert uns hierbei. Wir gucken uns sozusagen das Gehirn eines Experten an, der tausende von Stunden und über Jahre Mitgefühl trainiert hat. Und da gibt es schon Unterschiede, oder? Und wie? Ja, wenn wir in sein Hirn, vor allem wenn wir Realtime-fMRI machen, gehe jetzt nicht in die Details, aber da können wir online sehen, was in seinem Hirn passiert, während er in unterschiedliche
Mitgefühlszustände, Meditation geht, ist es für uns Forscher wie eine Rakete zuzugucken auf den Mond. Das ist wirklich eine derartige Kontrolle über seine emotionalen Zustände und vor allem das Generieren von Liebe, was wir, glaube ich, sonst nicht so gut können. Was ja auch in der Wissenschaft also erstmal völlig verpönt war, also dass man überhaupt sich rantraut, sowas zu untersuchen. Jetzt denken ja viele Leute, okay, ich habe irgendwie schon mal von Spiegelneuronen gehört, das hat alles nur mit Spiegelneuronen zu tun. Also demjenigen Teil in unserem Gehirn, der uns hilft, die Bewegungen zum Beispiel von anderen zu verstehen. Warum ist das nicht der Fall? Also es ist nein. Also die Spiegelneuronenforschung hat uns sehr inspiriert, in die Empathie zu gucken. Aber Spiegelneuronen wurden in einem Affen erstmal und nicht in einem Menschen. Den kann man da nicht reingehen und die Zellen ableiten. Nur für Handlungsbewegungen observiert. Wenn ich zum Beispiel ein Glas nehme und Sie sehen das, dann feuern die motorischen Neuronen ihrer Hand. Das sind also eigentlich ganz einfache Neuronen. Und dieses Prinzip kann vielleicht ähnlich auch im Bereich der Gefühle passieren. Aber was wir zum Beispiel, haben wir im Film ja auch gesehen, immer für Areale im Hirn besonders relevant finden, sind zum Beispiel die Insula. Ist, was wir interozeptiver Kortex nennen. Das heißt, es ist ein Kortex, der die Wahrnehmung des Körpers registriert. Also das, was Frau Salmé eben angesprochen hat, im Sinne von, ich muss mich erst mal fühlen, um dann auch zu verstehen, was bei einem anderen vorgeht. Das läuft also über die Insula, nicht über die Spiegelneuronen. Genau, die Spiegel, also wir haben bis jetzt wurde beim Affen noch keine Empathie gemessen, deswegen können wir noch nicht von Spiegelneuronen im Bereich von Schmerz oder von Lust oder von Freude oder Liebe sprechen. Aber die Idee ist die gleiche, dass Netzwerke, zum Beispiel in der Insel, die erlauben, uns selbst zu fühlen, zu wissen, was wir fühlen, sind die Grundlage, zu wissen, was Sie fühlen, wenn Sie was fühlen, der Empathie. Und wir haben jetzt Studien gemacht, wo wir Alexithymia, das ist sozusagen ein subklinisches Phänomen, wo Leute nicht wissen, was sie fühlen. Und das ist aber gar nicht unbedingt ein psychiatrisches Phänomen, sondern es gibt 10% der Bevölkerung, die hier rumläuft, hat Schwierigkeiten zu wissen, was sie fühlt. Bisschen und, irritierend, ja. Und wenn wir die in den Kernspintomographen untersuchen, dann können wir sehen, dass das eben mit einer Minderaktivierung in der Insel einhergeht und dass das auch mit einem Mangel an Empathie dann einhergeht. Das heißt, Fazit, wenn Sie Empathie entwickeln wollen, müssen Sie erstmal entwickeln, sich selbst zu verstehen und Ihre eigenen Gefühle zu verstehen. Dankeschön. Auch wir reden gleich nochmal weiter. Mitleid, Mitgefühl spielt ja in fast allen Religionen eine zentrale Rolle. Wir haben das Thema Religion eben schon in Sachen Meditation zumindest gestreift. Seltsamerweise auch dann, wenn die betreffenden Religionen mit Gewalt gegen Andersgläubige vorgehen. Das haben wir eben auch schon gehört, das ist die Outgroup. In den christlichen Texten kommt der Begriff erstaunlicherweise nur sehr selten vor und meist in Verbindung mit Jesus. Tatsächlich wird die Aufforderung zum Mitleid im Christentum begründet durch das vorbildhafte Leiden Christi, dem es dann nachzueifern gilt. Interessant ist, dass das Wort Mitleid oder englischer Compassion, auch Pity, eine ganz andere Wurzel, nicht immer in allen Religionen dasselbe bedeutet. Im Buddhismus etwa ist damit kein Gefühl und nicht einmal notwendig eine moralische Aufforderung verbunden, wie im Christentum, sondern die Erkenntnis der wahren Natur der Welt, die zum sympathischen Handeln führt. Erst wenn man die Quellentexte der Religion genau untersucht, werden derartige feine Unterschiede deutlich. Dennoch sind Leiden und Überwindung des Leidens zentrale Themen aller Religionen, auch wenn die Wege zur Überwindung sehr verschieden sind. Allabendlich verfolgen wir im Fernsehen Schreckensbilder aus aller Welt. Aber sind wir mit diesen Mitleidsszenarien nicht weitgehend überfordert? Was bedeutet es angesichts dieser Bilder, wenn das Christentum zur Nächstenliebe aufruft? Wie kann man Empathie empfinden, anstatt abzustumpfen? Und wer ist überhaupt mein Nächster? Immer schon forderten die Religionen der Versteinerung des eigenen Herzens entgegenzuwirken. Sie lehrten Hingabe und Mitgefühl zu üben, das also, was man heute emotionale Intelligenz nennt. Die Religionsstifter scheinen von einem grundsätzlichen Wohlwollen gegenüber den Menschen getragen. Sie sind Meister der Zuwendung. Im Judentum ist die Zuwendung zum Nächsten keine reine Emotion, sondern die Pflicht jedes Israeliten. Sie gilt besonders für die Glaubensbrüder, ist aber grundsätzlich offen für alle. Der Nächste ist der, der mir begegnet. Auch den frommen Moslem darf das Schicksal des Nächsten nicht kalt lassen. Zakat, das tätige Mitgefühl, zählt zu den 5 Säulen des Islam. Im
Im neutestamentarischen Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist es ausgerechnet ein Fremder, der Nächstenliebe übt. Auch vom Mangel an Empathie ist die Rede. Ein Priester und ein Levit, also Vertreter des religiösen Establishments, sehen den Leidenden und gehen unbewegt weiter. Das Christentum verlangt eine agapäische, das heißt von Liebe bewegte Grundhaltung. Sich in den Nächsten hineinzuversetzen, gilt als Hochform sittlichen Handelns. Mit Maria, der Mutter Gottes, hat die Empathie in katholischen und orthodoxen Traditionen ihren festen, vorwiegend weiblichen Platz. Sie ist die Meisterzuhörerin, die alles versteht und alles verzeiht. So kann die Kirche, oft durch Maria symbolisiert, den Sterblichen das ewige Leben spenden. Doch das Leben findet zunächst im Diesseits statt. Ohne Empathie wäre das Leben die Hölle. Nur indem ich dem Nächsten helfe, finde ich zu Gott. Deshalb schufen religiöse Gemeinschaften komplexe Infrastrukturen mit Krankenhäusern, Altenheimen und Schulen. Sympathie, wörtlich übersetzt Mitleiden, spielt in christlichen Kulturen eine große Rolle. Doch zuweilen kann das Spenden von Mitgefühl oder Geld eine Geste von Macht sein und umgekehrt Hilfsbedürftigkeit eine Form der Erpressung. Der Buddhismus betont die Verfänglichkeit des Zwischenmenschlichen, das immer Neues Leiden schafft. Häufig wird der spirituelle Aufstieg als Entfesselung von sozialen Bindungen dargestellt. Dem Arhat des frühen Buddhismus auf dem Weg zum Nirvana geht es zunächst darum, sich von der Welt nicht mehr berühren zu lassen. Er betont die Loslösung, die Entidentifikation. Dennoch geloben die Bodhisattvas, die bereits Erleuchteten, aus Mitgefühl nicht ins Nirvana einzutreten, bevor nicht alle Wesen gerettet sind. Im tibetischen Buddhismus werden spezielle Übungen des Mitgefühls empfohlen. Zitat: Einatmend nehme ich mir das Leiden anderer zu Herzen und lasse es mich berühren. Ausatmend öffne ich mein Herz und teile mit anderen meine Energie. Mögen alle Heilung finden und glücklich sein. Diese Empathieübung geht von Freunden auf Bekannte über und erreicht schließlich, ähnlich wie im Christentum, auch seine Feinde. Diese radikalen Formen der Selbstlosigkeit haben in asiatischen Gesellschaften, ähnlich wie in Europa, die sozialen Verwerfungen nicht abgeschafft. Durch Stiftungen übernehmen manche reichen Hindus Verantwortung für ihre Gesellschaft. Doch meist ist es wie im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der Brahmane geht achtlos an den Mitgliedern der niederen Kasten vorbei. Dabei war es gerade der Hinduismus, der mit seinen Worten Tattvam Asi, ich bin du, die Grenzen zwischen dem Ich und dem Anderen bis zur Ununterscheidbarkeit verwischte. Dennoch werden die Grenzen zwischen Arm und Reich, Teilhabe und Ausschluss auch in den Schwellenländern unerbittlich gezogen. Aber sind nicht auch die säkularisierten Industrienationen Entwicklungsländer, was die Empathie angeht? Herr Murken, machen Religion oder vielleicht sollte man sogar sagen Religionsregeln oder Übungen Menschen Ihrer Meinung nach empathiefähiger? Ja, Empathie ist ja per Definition ein Gefühl. Und die Frage, die da drin steckt, ist, kann man Gefühle verordnen? Ja? Und ich glaube gerade, dass das nicht geht. Die Religionen setzen Empfehlungen, setzen Regeln, aber gerade die Nächstenliebe oder wie es ja in der Bibel auch steht, die Feindesliebe, ist etwas, was eigentlich die menschliche Natur komplett überfordert. Ja, Sie hatten das ja eben auch gesagt, die In-Group, die Out-Group, der Feind ist Out-Group, dem habe ich normalerweise Aggression gegenüber. Also fällt es mir sehr schwer, diesen Feind zu lieben.
was die Religionen tatsächlich können. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass die Empathie oder überhaupt die Gefühle davon geformt werden, was wir für Kognitionen dazu haben. Und was die Religionen leisten, ist diese In-Group, das, was mit zu dem gehört, was schützenswert ist, zu vergrößern. Ja? Das heißt, letztlich ist es ja kein Zufall, dass die Religionen die gemeinsamen Angehörigen einer Gruppe als Brüder und Schwester bezeichnen. Damit wird das, was ursprünglich auf die Familie beschränkt war, nämlich füreinander sorgen, dass es einem gut geht, erweitert. Und ich denke, jede Gesellschaft profitiert davon, wenn möglichst viele Mitglieder nicht leiden. Und so ist natürlich die Idee, die in allen Religionen drin ist, den Bedürftigen zu helfen, ja, das Gute zu fördern und das Böse zu vermeiden, primär erstmal innerhalb der Gruppe, eine, die der ganzen Gruppe gut tut und nicht nur Einzelnen, auch wenn es punktuell etwas kostet. Vielleicht ist das ja jetzt sehr platt und zu holzschnittartig, aber wenn man mal im Großen und Ganzen sagt, also im Christentum wird das ganz stark über ein moralisches Gebot gefordert. Gefördert weniger, gefordert. Also du sollst mit jemandem, der leidet, Mitleid haben. Ja, das ist eine Forderung. Im Buddhismus, wenn ich es richtig verstehe, geht es eher darum, das, wie Sie es eben gesagt haben, das Gefühl anzusprechen, beziehungsweise zu erkennen, dass der andere und ich nicht zwei sind. Platt gesprochen, dass wir im selben Boot sitzen. Ja, genau. Ich denke, da wird deutlich, dass Religion ein, wie wir sagen, multidimensionales Konstrukt ist. Das heißt, verschiedene Ebenen hat. Es hat eine gedankliche, kognitive Ebene. Da ist die ganze Ebene der Moral, der Wahrheitssätze. Und es hat eine emotionale Ebene. Und wir haben das gesehen im Film, in Ihren Forschungen, dass es anscheinend wirklich möglich ist, diese emotionale Ebene zu trainieren, zu lernen. Das ist ja das, was im Buddhismus, in allen Meditationskulturen seit Jahrhunderten und Jahrtausenden praktiziert wird. Und wo es tatsächlich darum geht, ja auch sich so zu erweitern, dass es letztlich, das ist das Ideal, die Grenze zwischen Ich und Du sich aufhebt und damit letztlich auch die aggressive Dialektik dazwischen. Jetzt müssen wir vielleicht doch nochmal über das Experiment sprechen. Was haben Sie rausgefunden mit Mathieu Ricard? Wir haben es ja eben im Film auch mal gesehen. Wir haben also viele Experimente gemacht. Ich glaube, das war jetzt ein Experiment zur Schmerzwahrnehmung, soweit ich mich erinnere. Und das sind jetzt alles noch sehr frische Ergebnisse. Aber was uns interessiert ist, ob man mit Mitgefühl die Empfindung von Schmerz lindern kann. Also ob wir, wenn wir ihm Schmerzreize geben oder er guckt sich an, wie andere leiden, ob wenn er einen Zustand von Mitgefühl gibt, was er eben sehr gut kann. Also man kann ihm das eben eigentlich, bei ihm kann man das gebieten, man kann sagen, bitte 40 Sekunden in unkonditionelle Liebe und dann geht er auch wirklich rein. Dahinter stehen 30 bis 40.000 Stunden Training. Natürlich. Also für die glauben, das geht so schnell. Also es ist ein Experte, ja, aber für uns natürlich interessant und wir wollten wissen, ob sozusagen Mitgefühl letztlich Schmerz lindern kann. Sowohl für die eigene Schmerzwahrnehmung und die ersten Befunde, also es ist noch viel zu früh, um was zu sagen, aber sehen ganz danach aus, dass das, was wir Schmerzmatrix kennen, also wirklich die emotionale Reaktion einfach gelindert wird, dadurch, dass man Mitgefühl entwickelt. Das ist das, was der Dalai Lama letztlich immer so schön sagt. Er sagt, Mitgefühl ist eine Win-Win-Situation, weil ich profitiere, weil es mir besser geht und der andere profitiert, weil es ihm besser geht und ich prosozial bin. Das heißt, es geht hier nicht um eine Dialektik Egoismus oder Altruismus, sondern es geht um eine Vereinigung dieser beiden Polaritäten. Aber es wird natürlich deutlich, dass das Investment, um dahin zu kommen, relativ hoch ist. Ja, aber was ich verstanden habe, ist, dass in unseren Kulturen sind wir bereit, ganz früh anzufangen, Violine zu lernen jeden Tag und Klavier und in die Schule zu gehen und weiß nicht wie viele Jahre Medizinstudium auf uns zu nehmen. Aber keiner ist bereit, mentales Training auf sich zu nehmen. Jeder ist bereit, in ein Fitnesscenter zu gehen. Nicht jeder, also sagen wir mal jeder Zweite. Und dann wirklich zu üben, dass er irgendwie fit bleibt. Aber es gibt bei uns einfach keine Tradition. Das ist das Spannende, dass man diese Bereiche auch trainieren, entwickeln kann und dort davon abhängig ist, was einem in die Wiege gelegt ist, sondern selbst was dazu tun kann. Und wir wollen eben untersuchen, wie viel muss man davon machen, wer profitiert am meisten und diese ganzen offenen Fragen. Und dazu muss man ja sagen, dass das wirklich neu ist, weil das vor einigen Jahren wäre das noch relativ absurd gewesen, das zu untersuchen. Und die Ergebnisse sind ja auch relativ neu. Also die meisten sind noch nicht da, wobei ich sagen muss, wahrscheinlich aus dem klinischen Bereich oder aus dem therapeutischen Bereich gibt es natürlich schon lange Traditionen zur Entwicklung von Trainingsprogramm und nur die Untersuchung neurowissenschaftlich und das zu verbinden mit Hormonforschung und Cortison- und Stressforschung, also das
sozusagen wirklich grundlagenwissenschaftlich zu erforschen, ist sicherlich neu. Ja. Wir wollen ja kombinierte Wege gehen. Genau. In den letzten Jahren hat sich bei uns die Tätertherapie, die Kriminaltherapie sehr stark kognitiv-behavioral ausgerichtet, also mit sozialem Kompetenztraining, mit sehr viel Verbalisation, sehr viel Reden über Gefühle bei den spezifischen Stunden zur Deliktbearbeitung. Sprechen wir von einem sogenannten Deliktszenario, wo man also nochmal in einer Art Rollenspiel in die Gewaltsituation hineingeht und der Täter also in die Opferposition gerät und dann verbalisieren muss, wie er sich fühlt, was er wahrnimmt, was in ihm vorgeht. Aber wir wollen jetzt, und das ist noch ganz, ganz, ganz am Anfang, noch eine kleine Richtung hinzunehmen. Wir werden anfangen mit Tai Chi, wir werden mittelfristig wahrscheinlich dann entsprechend Yoga anbieten und wir kümmern uns gerade darum, einen Raum der Stille in der Klinik einzurichten, um also Meditation, Besinnung, Einkehr, Ruhe zu fördern, um die Menschen zu sensibilisieren. Weil meine zunehmende Erfahrung ist, dass die kognitiv-behavioralen Programme nicht hinreichend sind. Und das kennen wir alle. Wir alle verhalten uns entgegen unseres Wissens. Wir alle tun Dinge, die uns Freude machen oder kurzfristig Entspannung oder Lust verschaffen, obwohl sie unvernünftig sind und obwohl wir wissen, dass wir sie langfristig nicht tun sollen. Kontraproduktiv. Und langfristig kontraproduktiv sind. Und ich wüsste nicht, was uns da von den Tätern unterscheidet und warum die Täter nun viel schlaue Dinge lernen sollen. Ja. Aber es ist emotional nicht hinreichend verankert. Und das führt mich einfach dazu zu gucken, dass wir auf diese eher meditativen, ganzheitlichen Erfahrungen setzen müssen, um ein Tor zu öffnen. Freut mich sehr, dass Sie das sagen. Arno Grün hat uns erzählt noch, also er hat wohl mit Straftätern gearbeitet und Shakespeare-Dramen also gespielt. Und das Interessante wäre gewesen, dass die im Rahmen dieses Spielens auf einmal so einen, wie soll man sagen, Mitleidsschub gehabt haben mit diesen armen Figuren, dass sie erstmals offensichtlich selber dazu durchgebrochen sind, sowas wie Mitgefühl, Trauer, Furcht richtig selber an sich selber zu erleben, also durch Theaterrollenspiel. Das ist sehr spannend. Wir haben nun gerade ein Theaterstück sozusagen hinter uns, oder besser gesagt die Theatergruppe bei uns von Patienten. Da sehen wir eher, aber es ist ein spannender Aspekt, dass eigentlich über die Bestätigung, etwas zu können, eine positive Resonanz kommt, sich verändern zu wollen. Sie bringen ja einen Menschen nicht dazu, emotional eine Veränderung durchzumachen und sich auf sehr unangenehme Themen einzulassen, wenn sie sagen, du bist böse, du sollst dich ändern. Warum soll ich das tun? Nur weil es dem anderen dann besser geht, ist doch nicht mein Problem. Sondern sie bringen Menschen nur dazu, innerlich zu wachsen, wenn sie ihnen auch Selbstvertrauen geben. Wenn sie ihnen zeigen, ihnen die Erfahrung ermöglichen, dass sie etwas können. Und viele Patienten bei uns haben vorher keine konstruktiven Erfahrungen gemacht. Und über das Theaterspiel kriegen sie eine immense Bestätigung. Es macht Spaß, es macht Freude. Sie merken, dass sie was können, aber sie merken auch, dass sie anderen Menschen damit eine Freude machen und das ist für viele neu. Ganz herzlichen Dank. Wir sind leider am Ende. Wir können uns jetzt weiter unterhalten. Das ist nett. Sie kriegen davon leider nicht mehr so viel mit, meine Damen und Herren. Aber Sie können weitere Informationen auf unserer Webseite abfragen, www.dreiseit.de/skobel. Darunter auch Teile des Interviews mit Arno Grün. Empathie, die Fähigkeit mitzufühlen, ist, wie der Dalai Lama nicht müde wird zu betonen, fundamental für das Überleben der Menschen. Im Grunde wissen wir das, wir müssen nur daran arbeiten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine arbeitsreiche Woche. Wie es geht, haben wir ja auch gehört. In der kommenden Woche werde ich auf der Forschungsstation auf der Zugspitze sein. Wir wollen Sie dann von dort aus über den neuesten Stand der Klimaforschung informieren, Sie sozusagen vor dem Kopenhagener Gipfel fit machen. Sie werden überrascht sein, also Klimawechsel, Klimawandel, kommenden Donnerstag, 21 Uhr. Bis dann, tschüss. Dass die entweder gefühlsangesteckt reagieren, also überflutet werden von dem Mitempfinden, oder dass sie Pokerfaces machen, dass sie also unbeteiligt sind. Ob eine Störung der Empathieentwicklung im späteren Leben zwangsläufig zu Gewalttätigkeit führt, bleibt umstritten. Sicher ist, dass die Fähigkeit zur Empathie Grundvoraussetzung ist
für soziales Verhalten. Nachla Selmé haben Sie ja eben kennengelernt. Zwei weitere Gäste würde ich Ihnen gerne noch vorstellen. Zunächst Tanja Singer. Schönen guten Abend. Psychologin und Neurowissenschaftlerin. Sie arbeitet am Laboratory for Social and Neural Systems Research, also am Labor für soziale Neurosystemforschung an der Universität Zürich und ist involviert in einige Studien zum Thema Empathie. Und ich begrüße Sebastian Morgen. Schönen guten Abend. Er studierte vergleichende Religionswissenschaften und Psychologie und lehrt als Professor für Religionspsychologie am Fachgebiet Religionswissenschaften der Philipps-Universität Marburg. Wir haben eben gehört, dass frühkindliche Bindungen und Bindungsstile ganz entscheidend mitprägen, auch wie wir oder wie wir nicht empathisch reagieren. Vielleicht müssen wir ganz kurz noch mal sagen, was Empathie eigentlich ist, weil da versteht ja jeder ein bisschen was anderes drunter. Also ich denke, es gibt keine wirkliche Einigkeit um den Begriff. Aber ich glaube, dass die Entwicklungspsychologen, so wie wir es gesehen haben, Neurowissenschaftler und so viele, sich schon geeinigt haben, dass Empathie eigentlich das Mitfühlen ist mit jemandem. Also wenn zum Beispiel Sie traurig sind, bin ich auch traurig. Man hat das gleiche Gefühl. Jetzt gibt es sowas wie Mitgefühl oder Compassion im Englischen, was nicht unbedingt das gleiche Gefühl ist, sondern sowas wie eine Sorge um den anderen oder sogar sehr nah an dem Gefühl von Liebe. Und das ist zu trennen von der Empathie. Die Empathie, wie wir ja gehört haben, kann auch bei, also wenn ich sozusagen sehr stark mit Ihnen mitleide, dann muss das nicht unbedingt dazu führen, dass ich jetzt Ihnen helfe und dass ich Sorge um Sie habe, sondern ich kann es vielleicht derartig stressig finden, dieses Leid von Ihnen mitzufühlen in der Empathie, dass ich mich abkehre und Ihnen sage, gehen Sie weg und eigentlich antisozial handle. Aber das bedeutet doch, dass ich auf der einen Seite sowas habe wie eine Theorie darüber, wie der andere drauf ist, wie der andere empfindet, also eine Theorie des Geistes, und auf der anderen Seite eine emotionale Verarbeitung. Das ist nicht dasselbe. Das sind diese zwei Unterschiede. Und da würde ich vielleicht auch dem früheren Video, den wir gerade gesehen haben, noch ein bisschen vielleicht noch mal differenzieren. Man hat früher, glaube ich, immer von Empathie gesprochen, meinte beides. Jetzt gibt es in der Neurowissenschaft immer mehr Befunde, die zeigen, dass diese kognitive Perspektivübernahme, dieses kognitive Verstehen von was sie denken und was anderes ist, als das mitfühlen können. Und dass es auch auf unterschiedlichen neuronalen Netzwerken beruht. Und vielleicht können Sie sich am besten den Unterschied vorstellen, wenn Sie sich zwei pathologische Fälle angucken. Der Psychopath, haben wir gerade was gehört, und zum Beispiel autistische Population, wo der Psychopath hat keine Empathie, er fühlt nicht mit ihrem Leid mit. Aber er kann sie unglaublich gut manipulieren. Er weiß genau, was sie wollen, was sie intendieren, was für Ziele sie haben. Das heißt, er hat eine Theory of Mind oder eine Theorie des Geistes oder kognitive Perspektive. Und das ist alles okay. Und dann gibt es wiederum andere Fälle, wo es genau umgekehrt ist. Zum Beispiel der Autismus ist ausgezeichnet dadurch, dass Autisten große Schwierigkeiten haben, eine Theorie des Geistes zu formen. Aber es gibt immer mehr Ansätze in der Forschung, die zeigen, dass zum Beispiel Autisten durchaus Gefühle teilen können. Eine kompliziertere Geschichte, aber es ist, das ist wichtig, diese zwei Sachen zu unterscheiden. Nochmal zurück zu den Bindungen. Also was heißt das eigentlich genau, wenn eine Bindung gestört ist? Ja, also sichere Bindung bei einem sehr kleinen Kind funktioniert folgendermaßen. Wenn ein Kind mit der Mutter in einen Raum gesetzt wird und es kriegt etwas zu spielen und die Mutter verlässt den Raum, dann fängt das kleine Kind an zu schreien, zu weinen, hört mit dem Spielen auf, ist verunsichert. Und wenn die Mutter wieder den Raum betritt, dann freut es sich, läuft zur Mutter, nimmt körperlichen Kontakt auf, lässt sich trösten. Und wenn es getröstet ist, setzt es das Spiel wieder fort. Das ist eine sichere Bindung. Eine unsichere Bindung, es gibt verschiedene Typen davon, aber eine unsichere Bindung, ganz grob erklärt, ist, dass das Kind, wenn die Mutter zurückkommt, keinen liebevollen Kontakt aufnimmt, sich auch nicht trösten lässt oder ambivalent reagiert. Das heißt, es sucht Nähe, aber fängt gleichzeitig an, auf die Mutter einzuschlagen, sich abzuwenden. Mitunter hören solche Kinder auch gar nicht aufzuspielen. Das heißt, die Mutter geht weg, aber das Kind reagiert eher teilnahmslos, wird gar nicht unbedingt verunsichert durch die Abwesenheit der Mutter. Und diese Bindungsstile, die sich in diesem frühen Kindesalter entwickeln, bleiben im Grunde ein Leben lang vorhanden. Sie prägen später unsere Art der Beziehungsaufnahme zu anderen Menschen. Und wie sie sich ausbilden, hängt davon ab, wie der emotionale Kontakt zwischen
Mutter und Kind oder primärer Bezugsperson, das kann auch der Vater sein, und dem Kind stattfindet und wie sensibel die Mutter darauf eingehen kann. Frau Professor Singer sagte ja gerade, es gibt Menschen, die haben eine hohe Kompetenz, sich in andere Menschen einzufühlen. Das hat der Sadist auch. Wir haben gerade in der Sendung den Begriff der Empathie mit dem Sadismus verknüpft, was ich etwas unglücklich finde. Denn der Sadist hat es gerade nicht, sondern er weiß, wie er perfekt quälen kann. Mhm. Und er weiß, wie er Angst erzeugen kann. Und das macht ihm große Freude. Stärker ist und bei anderen Menschen kommen spätere Sozialisationseinflüsse hinzu. Was man sicher sagen kann, häufig, nicht nur, aber häufig, ist schwere Gewalt ein Ausdruck von sogenannter Dissozialität, also einer Persönlichkeitsstörung, einer Fehlentwicklung, die häufig zusammenhängt mit sehr frühen Gewalterfahrungen, mit Verrohung, Vernachlässigung, emotionaler Vernachlässigung im Elternhaus und zwar schon sehr früh in der Kindheit. Also Gewalt kann man sich ja, physische Gewalt kann man sich vorstellen. Ich glaube, was vielen nicht so bekannt ist, ist, was eigentlich mit emotionaler Verwahrlosung gemeint ist. Wir sind als Menschen Bindungswesen. Wir sind Beziehungswesen von der ersten Stunde an und wir kommen ja als extreme Nesthocker auf die Welt. Als Neugeborene sind wir unmittelbar auf Liebe, Zuwendung, Fürsorge, Schutz angewiesen. Und wenn wir jetzt in ein Elternhaus hineingeboren werden, wo die Mutter, der Vater selbst erhebliche emotionale Probleme haben, möglicherweise selbst sehr wenig Liebe und Zuwendung, Vertrauen bekommen haben, können sie auch schlecht ihre eigenen Kinder in dieser Weise sozusagen groß werden lassen. Mhm. Es gibt dann Gewalterfahrungen im Sinne von körperlicher Gewalt, psychischer Gewalt, einen unkonsistenten Erziehungsstil, wo also Strafe und Zuwendung nicht klar voneinander trennbar ist. Also auch willkürlich dann willkürlich, wahrscheinlich verändert wird. Ja, und das sind schlechte Voraussetzungen, um emotionale Stabilität zu entwickeln. Mhm. Kann man sowas hinterher, also nach einer solchen Erfahrung, kann man sowas hinterher wieder erwerben? Nun, eine ganz große Rolle in der sogenannten Tätertherapie von Gewaltstraftätern, aber auch von Sexualstraftätern spielt die Empathie, das Empathietraining. Es ist schwierig. Unsere Behandlungen am LWL-Zentrum dauern ja mitunter Jahre. Ja. Und entscheidend ist, dass die Menschen erstmal ein Gefühl für sich selbst entwickeln müssen. Wenn sie erhebliche Verwahrlosung in ihrem Leben kennengelernt haben, 70% der Menschen mit frühkindlicher Verwahrlosung haben psychische Störungen. 90% der Menschen, die eine frühkindliche Geborgenheit erfahren haben, sind psychisch gesund. Dann müssen sie erstmal Gefühle vermitteln. Die Menschen müssen lernen, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen, Gefühle zu benennen, sie auszuhalten. Das müssen sie trainieren und erst dann können sie den zweiten Schritt tun und über die Gefühls- und Erlebenswelt eines anderen Menschen reden. Das heißt also, die Selbsteinschätzung, was für Gefühle ich habe, was in mir passiert, ist ganz entscheidend dafür, das bei einem anderen beurteilen zu können. Richtig. Und die Emotionalität wird im Grunde erst entwickelt, wenn sie sich leisten können, Gefühle zu haben. Ich kenne viele Menschen, die sagen, mit 14 habe ich keinen Schmerz mehr gespürt. Bis dahin bin ich so stark misshandelt worden, dann war es weg. Und die Leute schotten sich ab. Die Leute können aber auch bestimmte Leistungen gar nicht entwickeln, weil sie dauerhaft unter Stress stehen. Mhm. Kinder, die misshandelt werden, stehen dauerhaft unter Stress. Stress beeinträchtigt die Vernetzung der Neurone im Gehirn, beeinträchtigt die Lernfähigkeit. Es kommt Schulversagen dazu, es kommen Aufmerksamkeitsstörungen hinzu. Und dann gibt es eine Orientierung hin zur Gewalt, hin zu Peergroups, die einem das vorleben, weil dann nur noch der Erfolg im gewalttätigen Handeln gesehen werden kann. Ist das denn, das liegt ja nahe, dass man jetzt denkt, okay, das ist irgendwie schichtspezifisch. Also das, was man, wenn auch umstritten, in den Sozialwissenschaften Unterschicht nennt, da kommt sowas häufiger vor als in der Oberschicht. Soweit ich weiß, stimmt das so nicht. Also es stimmt nicht so ganz. Es ist schon so, dass ein Milieu mit schwerer sozialer Verwahrlosung natürlich eine große Bürde ist für die individuelle Entwicklung. Aber ein äußerlich geordnetes Elternhaus oder auch eine gute oder durchschnittliche materielle Versorgung sagt natürlich nichts über die emotionalen Qualitäten im Elternhaus aus. Und gerade in der jüngeren Geschichte haben wir von schrecklichen Tötungsdelikten Jugendlicher gehört, die eine ganze Familie ausgelöscht haben, die aus sozusagen gut situierten Verhältnissen kamen. Also es gibt ganz viele Einflussfaktoren.
Können Sie vorweg sagen, wer zu der Gruppe gehört, der oder die vielleicht durch ein langes Training dahin kommt, sowas wie Empathie, also erst die eigene Selbsteinschätzung, dann Empathie wieder zu entwickeln und wer nicht? Ist das möglich? Also primär würden wir so weit nicht gehen, sondern wir arbeiten ja mit jedem Patienten, der uns zugewiesen wird. Klar. Und das kann unterschiedlich lange dauern und man kann auch unterschiedlich weit kommen. Es gibt natürlich Menschen, bei denen die Fähigkeit, Empathie nachhaltig zu entwickeln, so stark eingeschränkt bleibt, dass sie erheblich sozial behindert bleiben. Dankeschön. Wir unterhalten uns gleich noch weiter. Soweit zunächst mal zum Thema Gewalt und Empathie. Dabei haben wir ein wichtiges weiteres Thema bereits gestreift, nämlich die Frage, wie so etwas wie Mitgefühl überhaupt entsteht und unter welchen Umständen es dabei zu Fehlentwicklungen kommt. Nicht nur in Romanen gibt es den Typ Mensch, den Camus ja den Fremden nannte, einen Menschen, der keinerlei Mitgefühl kennt, der gleichgültig gegenüber allem Leiden agiert und deshalb auch kein Problem hat, Leiden zuzufügen oder Leiden anderer zu dulden. Wenn Empathie etwas Normales ist, und Arno Grün sagt ja zu Beginn der Sendung, dass es die Basis unseres Zusammenlebens überhaupt sei, dann fragt sich, wie das, was normal ist, überhaupt fehlen kann. Einige Gründe haben wir eben schon gehört. Aber um das noch besser zu verstehen, möchten wir Ihnen zeigen, wie die Entwicklung von Mitgefühl von den ersten Herzlich willkommen bei Skobel. Heute zum Thema Empathie. Empathie, die Fähigkeit zu erkennen, was in anderen Menschen vorgeht. Als Kinder beginnen wir zwischen 1,5 und 4 Jahren Schmerz und Freude anderer wahrzunehmen und mitzufühlen. Später wird in der Konsum- und Leistungsgesellschaft diese Fähigkeit eingemauert. Was lässt sich wissenschaftlich über Empathie sagen? Ist Meditation der Königsweg zum Erlernen von Empathie? Welche Rolle spielt sie in den Religionen? Und warum kommt sie Gewalttätern anscheinend vollständig abhanden? Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Vor einigen Tagen ist etwas Ähnliches in den USA passiert, wie das, was Sie gerade sahen. Ein Mädchen wurde auf dem Weg zum Vater, der es mit dem Auto von der Schule abholte, von einem Klassenkameraden mit einem Trick auf den Schulhof gelockt und dort mehrfach von mehreren jungen Männern über 2 Stunden hinweg vergewaltigt, dann ausgeraubt, liegen gelassen. Zahlreiche Passanten sollen zugesehen haben. Und das ist leider kein Einzelfall. So schwer so eine Tat zu verstehen ist, so einfach scheint das zu sein, was sie verhindert, nämlich schlichtes Mitgefühl, Empathie, das Thema unseres Abends. Doch etwas scheinbar so Einfaches wie Empathie ist in Wahrheit offensichtlich sehr fragil, hochkomplex und vor allem für die Wissenschaft, die es bis heute kaum gewohnt ist, mit derartig vielschichtigen Phänomenen umzugehen, auch schwer zu erklären. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass wir im Vorfeld unserer Recherchen mit dem bekannten Psychologen und Psychoanalytiker Arno Grün über Empathie sprechen konnten. Grün weiß aus eigener Erfahrung, worum es geht. Er musste als Sohn jüdischer Eltern aus Berlin fliehen, emigrierte über Warschau in die USA und eröffnete dort nach seiner Ausbildung bei einem Freud-Schüler seine psychoanalytische Praxis. Seit 1979 lebt er in Zürich. Grün fasst das Thema unserer Sendung so zusammen. Ich kann nur sagen, dass das, was so wichtig ist, ist zu erkennen, unseren eigenen Schmerz, den Schmerz des anderen, und dass das Mitfühlen eigentlich die Basis eines menschlichen Zusammenlebens ist. Mehr aus dem Interview mit Arno Grün können Sie auf unserer Internetseite www.dreisat.de/skobel sehen. Dieser scheinbar so einfachen Grundlage unseres menschlichen Zusammenseins, wie Grün sagte, möchten wir heute nachgehen und Ihnen später auch eine der ersten umfassenden wissenschaftlichen Forschungsprojekte über Empathie vorstellen. Und vor allem einen Weg dahin, sie zu kultivieren. Zunächst aber zu dem, was passiert, wenn Empathie, wenn Mitgefühl fehlt. Ich möchte nicht behaupten, dass mangelndes Mitgefühl bereits in umfassender Weise die Entstehung von Gewalt erklärt, das nicht. Aber Mitgefühl hat entscheidend damit zu tun, wie wir miteinander umgehen. Fehlt Empathie, so verrohen wir. Dominik Brunner stellt sich am 12. September 2009 in der Münchner S-Bahn schützend vor 4 Kinder, die von Jugendlichen angegriffen werden. Er ruft mit seinem Handy die Polizei.
Am S-Bahnhof Solm steigt er mit den Kindern aus. Die Jugendlichen folgen ihm, greifen ihn an und prügeln ihn brutal zu Tode. Es ist Nachmittag. Etwa 15 Leute beobachten die Gewalttat auf dem Bahnsteig, ohne einzugreifen. Der Tod Dominik Brunners entsetzt und schockt viele Menschen. Posthum wird ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen. Am 20. Dezember 2007 schlagen zwei Jugendliche einen 76-jährigen Mann in einer U-Bahn-Station zusammen. Der Mann wird lebensgefährlich verletzt. Er hatte sie gebeten, in der U-Bahn ihre Zigaretten auszumachen. Die Tat wird von Überwachungskameras aufgenommen. Am 8. Oktober 2009 kommt es in der Frankfurter U-Bahn zu Handgreiflichkeiten zwischen drei jungen Frauen und einem 51-jährigen Mann. Die Frauen stoßen den Mann schließlich an einer Haltestelle aus der U-Bahn. Er bleibt regungslos liegen und wird getreten und geschlagen, bis der Zugführer herbeieilt. Ich freue mich, Ihnen meinen ersten Gast vorstellen zu können, Nahla Salmeh. Schönen guten Abend. Expertin für Gewalt, kann man sagen, forensische Psychiaterin an der LWL, am LWL-Zentrum für forensische Psychiatrie Lippstadt. Wie erklären Sie sich die Gewalttaten jugendlicher Straftäter? Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass die Persönlichkeit, zu der wir heranreifen im Laufe unseres Lebens, beeinflusst ist von unseren genetischen Grundlagen, unserer genetischen Disposition, mit der wir auf die Welt kommen, von unserer sehr frühen Bindungserfahrung, das heißt die mitmenschliche Erfahrung, die wir machen, wenn wir auf die Welt kommen, wenn wir die ersten Monate, die ersten Wochen, die ersten Jahre alt sind, und dann später Sozialisationserfahrungen ganz unterschiedlicher Art, Erziehungsstil, Wertevermittlung, Jugendgruppenorientierung, wie auch immer. Das sind drei wichtige Säulen. Kann man das auseinanderdröseln, wie viel was Einfluss hat? Wahrscheinlich kaum, ne? Das ist ganz unterschiedlich. Es ist ein Mischungsverhältnis, was insofern auch unterschiedlich ist, weil es Individuen gibt, bei denen die genetische Veranlagung sozusagen etwas... Das macht ihm Freude. Das macht ihm Freude. Und nicht das Mitfühlen. Dann gibt es noch das kompliziertere Problem, dass wir von Empathie im therapeutischen Prozess als etwas ganz anderes sprechen. Ein Psychotherapeut muss empathisch sein, aber darf nicht mitleiden, sondern er muss vorbehaltlos und wertfrei die Gefühle des anderen annehmen. Und das wissen Sie aus Ihrer Praxis als Therapeut auch. Ja, und ich denke, das, was Sie ansprechen, die Punkte, dass die Empathie so wichtig ist für die Entstehung von Bindung, bringt vielleicht auch nochmal so eine entwicklungsgeschichtliche Komponente rein, dass Empathie dazu dient, dass Mutter und Kind zusammenfinden, dass die Familie und die Kleingruppe füreinander sorgt, denn der Einzelne konnte und kann auch heute nicht überleben. Und Sie haben gleichzeitig den Sadismus angesprochen, die andere Seite letztlich unserer menschlichen Ausstattung, nämlich die Aggression. Und ich glaube, diese Entwicklung, die stammesgeschichtliche Entwicklung von einer kleinen Gruppe her, ist hier ganz hilfreich. Empathie hat dazu gedient, dass die Gruppe zusammenhält, sich gegenseitig unterstützt und gleichzeitig nach außen hin eine Abwehrbewegung. Und das ist dann Aggression. Das ist die Aggression. Und wenn Sie gucken, auch die Filmbeispiele, die Sie gezeigt haben aus den U-Bahnen, da ist nie ein Einzeltäter. Das sind immer Gruppen. Gruppen, die sich auch im Sinne der Ansteckung oder Empathie, wie Sie es dann nennen, gegenseitig in die gleiche Gefühlslage bringen und gemeinsam handeln. Und insofern ist die interessante Frage, was oder wen erlebe ich noch als mir ähnlich, mir zugehörig, als Teil meiner Gruppe im Kleinen oder im Großen? Haben Sie da Befunde zu? Das sozusagen erinnert mich sehr an Studien, die wir gemacht haben, wo wir uns eben angucken wollten, jetzt hirnforschungsmäßig, wie empathische Reaktionen im Gehirn überschrieben werden können durch das, was wir Schadenfreude nennen. Mhm. Also durch eigentlich ein Signal im Hirn, was Belohnung signalisiert und nicht mehr das Leiden mit jemandem. Mhm. Und wir haben zum Beispiel jetzt gerade eine Studie gemacht, man kann das entweder so machen, dass man zum Beispiel Leute Spiele spielen lässt, wo der eine sehr unfair ist und immer das ganze Geld einkassiert und der andere ist sehr fair, also kooperiert. Und dann kriegen fairer oder unfairer Spiele Stromstöße und leiden und man misst dann sozusagen, was im Hirn abgeht. Und oder man macht das zum Beispiel, haben wir das jetzt mit Grit Hein in meinem Labor gerade gemacht, mit Fußballspielern, wo sozusagen ein Fußballspieler, ein Fan von der
der gleichen Fußballliga und einen der feindlichen Liga sozusagen Schmerzen bekommt. Und in beiden Fällen sehen wir, dass es ganz einfach ist, dass empathische Reaktionen zum Fairen oder In-Group-Member, nennen wir das, also zu der Gruppe, zu der man gehört, hat man Empathie. Aber man hat Schadenfreude und dieses Belohnungssignal, wenn man jemanden sieht, der Stromstöße bekommt, der zum Beispiel dieser Gruppe nicht zugehört oder unfair gespielt hat. Das heißt, Empathie wird reguliert durch die Kognitionen, die man durch die Wahrnehmung von Gruppen zuschreibt. Genau. Unterscheiden sich eigentlich Männer und Frauen? Wir haben es jetzt immer nur an Männern. Also in der ersten Studie bei Fairness haben wir das. Da haben Frauen das nicht gezeigt, wobei ich immer nicht so gerne einen generellen Schluss ziehe, weil das müsste man in Riesenpopulationen nochmal zeigen, das sind ja immer nur kleine Gruppen. Da haben Männer das stärker gezeigt und in der zweiten Gruppe, weil wir gar keine weiblichen Fußballfans gefunden haben, haben wir es nur in Männern untersucht und da war das eben auch da. Und dieses Signal der Schadenfreude prädiziert auch, ob man später helfen wird oder nicht. Also wenn diese andere Person im Leiden ist, ob man zum Beispiel willig ist, Schmerz auf sich zu nehmen, um zu helfen, was man für In-Group-Member durchaus tut, auch wenn man sie vorher gar nicht gekannt hat. Oder auch für Leute, die fair gespielt haben und kooperiert hat, dann nehmen Leute wirklich Schmerzen auf sich, um dem anderen zu helfen, obwohl er unbekannt ist, was ja auch schon beachtlich ist. Aber sobald es jemand von der Außengruppe ist oder der unfair war, gibt es die Schadenfreude. Und das sind wie zwei Motivationssysteme, wo der eine kann gewinnen oder das andere. Das ist so in der Balance. Empathie erhöht ja eigentlich den Leidensdruck und damit ja auch den Stress. Ist das eine sinnvolle Reaktion? Also offensichtlich haben wir die Reaktion. Das ist, glaube ich, eine sehr interessante Forschung, die Nancy Eisenberg in Amerika macht. Und wir haben ja auch ein bisschen schon was gehört. Man unterscheidet sozusagen zwischen dem empathischen Stress. Das ist also, wenn ich da drin kleben bleibe, dass ich einfach nur mit ihnen leide, dann werde ich überwältigt werden. Das heißt, da, was wichtig ist, ist, dass man entweder den empathischen Stress, und damit machen wir auch Forschung zurzeit mit Mönchen und so, in Mitgefühl umwandeln kann, in dieses Gefühl der Liebe und dieses wirkliche Fürsorge für den anderen. Und dass man Emotionsregulationsmechanismen hat. Und da gucken wir uns auch in Kindern die Hirnfunktion an. Das ist nämlich nicht mehr limbische Funktionen oder also primitive emotionale Netzwerke, sondern das sind frontale Netzwerke, die im Laufe der Ontogenese, der Kindesentwicklung erst maturieren müssen und die einem erlauben, diese Gefühle zu, sozusagen umzuwandeln, zu regulieren und zu kontrollieren. Ich übersetze das jetzt nochmal. Das sind also nicht die Netzwerke, die eigentlich primär für Angst, Aggression zuständig sind, sondern sind die, die mehr mit kognitiver Verarbeitung, also Frontalbereich, zu tun haben und darauf Kontrolle. Genau, Sie können sich vielleicht am besten vorstellen, wenn Sie sehr emotional sind, aber Sie müssen irgendwie in einer coolen Situation sein, dann brauchen sie kognitive Kontrolle, diese emotionalen Zustände zu transformieren oder runterzudrücken. Mhm. Und die maturieren in der Kindesentwicklung viel später als diese emotionalen Netzwerke. Herr Murken, Sie wollten noch was sagen. Ja. Lebensmonaten angeschied. Einfühlen und das Erlebte anderer nachempfinden. Die Kunst der Empathie, des Mitgefühls. Eine Voraussetzung für moralisches Handeln. Gehört sie zu unserer genetischen Grundausstattung oder ist Empathie Ergebnis sozialer Erfahrung? Wir sind in unserer ganzen Ausstattung dermaßen verfasst, dass Empathie eigentlich ganz zwangsläufig entsteht, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Und diese Voraussetzungen reifen zum großen Teil, sodass also zunächst einmal das wenig mit Sozialisation zu tun hat. Kinder im Alter zwischen 10 und 12 Monaten beginnen zu weinen, wenn sie andere weinen hören. Sie zeigen auf den natürlichen oder auch simulierten Kummer anderer Personen selbst Anzeichen eigenen Kummers. Doch handelt es sich hierbei noch nicht um Empathie, sondern um sogenannte Gefühlsansteckung, wie beim gemeinsamen Lachen oder Gähnen. Der Beobachter wird vom Gefühl eines anderen ergriffen, ohne sich aber bewusst zu sein, dass die Emotion ihren Ursprung in der anderen Person hat. Für Empathie fehlt bei Kleinkindern im Frühstadium noch die Grundvoraussetzung, ein entwickeltes Ich. Dieses Ich
hat eine Menge von Konsequenzen. Eine der Konsequenzen ist, dass das so etwas ist wie ein abgegrenztes Objekt. Und dass plötzlich jetzt Emotionen, die vorher irgendwie diffus, nicht nur im Kind, sondern auch außerhalb vom Kind waren oder durch Gefühlsansteckung irgendwie die ganze Welt ausgefüllt haben, dass die jetzt erlebt werden als in diesem Ich-Kern konzentriert. Und das erlaubt dem Kind, eine Grenze zu ziehen zwischen Emotionen, die es aus sich selbst heraus erlebt, und Emotionen, die vom anderen übertragen werden. Zwischen dem 18. Monat und dem 4. Lebensjahr entwickelt sich dann die Empathie. Oh, jetzt ist mein Teddybär kaputt. Oh. Videodokumentation eines Versuches der Entwicklungspsychologin Doris Bischoff-Köhler. Die Versuchsleiterin täuscht Trauer vor, weil ihr beim Spiel ein Teddy kaputt ging. Das Kind spiegelt die plötzliche Emotion der Spielpartnerin und ist zuerst verunsichert. Ein Blick zur unbeteiligten Mutter, dann folgt das durch die Empathie ausgelöste sogenannte prosoziale Verhalten. Das Kind entscheidet sich zu helfen und bietet als Trost ein anderes Stofftier an. Wir können feststellen, dass die Kinder, die empathisch helfen, die also sich engagieren und betroffen sind, gegenüber einer Person, die in einer Notlage ist, dass das ausschließlich Kinder sind, die sich im Spiegel erkennen, während die Kinder, die sich noch nicht erkennen, eben nicht empathisch sind bzw. einfach unbetroffen reagieren. Die Entwicklung der Empathiefähigkeit folgt der Entwicklung der eigenen Identität. Die Unterscheidung zwischen dem Ich und den anderen ist Basis für die sogenannte synchrone Identifikation. Die empathische Reaktion lässt die Situation des anderen wie eine eigene erscheinen, sodass an den Gefühlen und Zielen des anderen bewusst teilgenommen wird und sich daraus Handlungsoptionen ergeben. Im 4. Lebensjahr kommt eine neue Fähigkeit dazu, die nennt man pauschal Theory of Mind. Konkret heißt das, dass das Kind jetzt über Bewusstseinsvorgänge nachdenken kann. Das kann es vorher nämlich noch nicht. Und dass es dadurch auch sich also Überlegungen anstellen kann über das, was in dem anderen vorgeht. Ab dem 7. Lebensjahr folgt die kontextuelle Empathie. Parallel mit der Ausbildung eines selbstbiografischen Gedächtnisses können nun die unterschiedlichen Lebensgeschichten der anderen und die Kontexte ihrer Emotionen einfließen. Dazu kommen sogenannte soziale Darbietungsregeln, das heißt, das Wissen darum, dass man in bestimmten Situationen seine Gefühle verbergen kann. Sensible Empathen spüren allerdings solche verborgenen Gefühle. Unbewusst erkennen sie in Gestik, Mimik und Verhalten die versteckte Emotion. Allerdings produziert das Spiegeln der Gefühle nicht nur positive Interaktion. Natürlich gibt es sozial negative Reaktionen, die aus der Empathie heraus erwachsen. Und eine Extremform ist der Sadismus. Im Sadismus haben Sie nämlich einerseits die Tatsache, dass da ein anderer gequält wird. Der äußert natürlich den Schmerz, den er durch diese Qual empfindet. Und der Sadismus besteht eigentlich darin, dass man diese Qual empathisch mitempfindet und genießt. Generell gilt, dass eine sichere Bindung an Bezugspersonen und deren Empathiefähigkeit die Entwicklung der Empathie im frühkindlichen Stadium unterstützt. Sind diese Voraussetzungen nicht vorhanden, kann es zu Fehlentwicklungen kommen. Wir haben das an einer kleinen Stichprobe untersucht und festgestellt, dass diese Kinder mit dieser eher problematischen Bindung an die